Hallo und herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sie sehen und sehen den ING Markets Chart Flash für Donnerstag, den 4. Februar. Mein Name ist Ronald Gerte, ich bin Analyst bei börsedaily.de und wir holen nach, was wir heute früh im Morning Call nicht alles untergebracht haben. Wir werfen einen Blick auf Euro-Dollar, auf den Goldpreis, aber natürlich auch auf Rohöl Brent und den DAX im Lichte einer wahnsinnig bewegten Woche, die zu einer Überraschung führte. Denn das hier hatte jetzt schon gar keiner mehr auf dem Zettel. Eigentlich war überall Bewegung, nur bei Euro-Dollar nicht. Dort schob sich der Kurs nach dem Anstieg durch die EZB-Sitzung Anfang Dezember einfach nur noch seitwärts. Und auf einmal ging es gestern durch die Decke. Die Argumentation, es wären schwache US-Konjunkturdaten gewesen, die die Notenbank sicherlich zwingen würden, keine weiteren Zinserhöhungen mehr vorzunehmen, was den Dollar hätte geschwächt hätte, die ist ein bisschen dünn. Denn ja, der Einkaufsmanager-Index für den Dienstleistungsbereich war nicht dolle, aber wir hatten schon zig andere schwache Konjunkturdaten im Vorfeld, die nichts bewegt haben. Es schien, als hätte irgendjemand einfach die Nase voll gehabt und gesagt, so, jetzt machen wir mal was. Eine große Adresse, die mit der Brechstange ein charttechnisches Kaufsignal erzeugt hat, das in der Tat allerdings erst heute der Fall wäre, sollte sich Euro-Dollar auf dem aktuellen Niveau halten. Denn wir sind von der 20-Tage-Linie aus am gestrigen Mittwoch wie eine Rakete über 1,11 hinausgeschossen, haben aber nicht darüber geschlossen. Das heißt, wir waren gestern Abend zum Handelsende an der Wall Street innerhalb dieser Handelsspanne zwischen 1,1030 und 1,1099. Das sind Chartmarken, die weit zurückreichen. Pardon, das war jetzt ein bisschen sehr stark verschoben. Die weit zurückreichen in das Jahr 2015. Wir sehen das hier, wo diese Marken herkamen, die auch dann als Obergrenze zum Beispiel im Dezember erfolgreich getestet wurden, verstärkt durch die 200-Tage-Linie, die im Moment seitwärts bei 1,1050 verläuft. Dieser Ausbruch ist erst heute, für den Augenblick zumindest, zementiert worden durch einen weiteren Anstieg, der Euro-Dollar mittlerweile schon fast auf 1,1180 führte. Die Frage ist, ob es, auch wenn die Fundamentals eigentlich ja mehr für einen fallenden Euro statt für einen steigenden Euro sprechen würden, weil ja die EZB nach wie vor bereit ist, weitere Maßnahmen im Zuge der expansiven Geldpolitik durchzuführen, ob dieser Ausbruch Bestand haben kann oder ob er zu einer Bullenfalle wird, wie es Anfang Januar im Gegenzug zu einer Bärenfalle kam, als wir unter 1,08 gerutscht waren. Muss man mal abwarten. Das kann man nicht prognostizieren, aber es ist durchaus denkbar, angesichts dieser Anschlusskäufe, dass es hier weitergeht. Die nächste Zielzone wäre der Bereich 1,1435 zu 1,1495, das sind Zwischenhochs der letzten, ja gut, 6, 7, 8 Monate, Sie sehen das hier, und durchaus eine Basis für eine Long-Position, wenn wir tatsächlich heute Abend über dem unsererseits der geplanten Einstiegslevel von 1,1125 schließen würden. Ein Stop-Loss für eine kleine Long-Position, die man sich dann überlegen könnte, wäre sinnvoll platziert im Bereich 1,0990, das heißt knapp unterhalb der nunja zur Unterstützung gewordenen vormaligen Widerstandszone. Und auch bei Gold gab es eine ganze Menge Bewegung. Schauen wir uns das hier mal an. Der Goldpreis schoss mit nach oben und hat damit am gestrigen Mittwoch die vorher zwei Tage lang belagerte 200-Tage-Linie bei 1.130 US-Dollar überwunden und gleichzeitig nun auch mit dem Rückenwind eines steigenden Euro, sprich fallenden Dollar, die Zone 1131 zu 1142. Noch allerdings sind wir da nicht nachhaltig drüber, noch haben wir da nicht drüber geschlossen. Deswegen gilt auch hier erstmal den weiteren Tagesverlauf abwarten. Auf jeden Fall könnte man jetzt schon den Stop-Loss für bestehende Positionen auf der Long-Seite deutlich auf 1125 US-Dollar anheben, aber ein Zukauf wäre erst dann aus unserer Sicht opportun, wenn wir uns auch tatsächlich auf diesem Level oder höher halten können zum Handelsende an der Wall Street, sprich wenn wir über 1145 US-Dollar schließen und damit diese Widerstandszone tatsächlich ausreichend deutlich überwunden haben. Aber für den Moment wäre, wie gesagt, ein anhebendes Stop-Loss auf 1125 Dollar schon mal drin. Rohöl Brent war ja gestern der Aufreger des Tages. Das war spannender als Euro-Dollar und Gold, obwohl da einiges los war, denn hier war noch mehr los. Über 8% ging es ja nach oben. Die Kreuzunterstützung aus 20-Tage-Linie und Abwärtstrendlinie wurde gehalten. Allerdings bei mittlerweile überkauften markttechnischen Indikatoren und wir sind ja immer noch vor einem Widerstand, nämlich an dem,
wo wir Ende Januar abgeprallt sind, sprich das Zwischentief vom Dezember bei 1,3681. Da müsste Brent erstmal drüber. Heute tut sich erstaunlicherweise mal gar nichts. Da ist absolute Stille, das will ja auch mal was heißen, ein ganz kleines Minus, wobei 0,7% bei Rohöl Brent in der Tat ganz klein sind bei den Schwankungen, die sich ja in den letzten Tagen und Wochen immer mehr aufgeschaukelt haben. Wenn wir sich das mal hier im logarithmischen Chart anschauen würden, dann sieht man, wie extrem die Handelsspannen geworden sind gegenüber der ohnehin schon bewegten Phase im Dezember und November. Das hier sind Sprünge, die sind wirklich außerordentlich heftig. Es bleibt dabei, wir würden hier auf jeden Fall erstmal neutral bleiben. Es sind Möglichkeiten gegeben, unter 31,80 Short oder über 37,50 Long zu gehen, aber dazu muss das Ende drumherum auch wirklich passen. Es ist ein gefährliches Asset mit unglaublich starken Schwankungen, deswegen würden wir hier im Augenblick auf jeden Fall mal die Finger weglassen und auch erst dann eine Positionierung erwägen, wenn wirklich das Gesamtbild dazu zu passen scheint. So, und jetzt ein Blick auf unseren DAX, der darf ja nicht fehlen. Ein Plus von gut 50 Punkten, das ist dünn, mit Verlaub. Ja, da hätte man sich doch mehr drunter vorstellen können. Bei dem Turnaround, den wir uns heute Morgen ja im ING Markets Morning Call bei den US-Indizes haben ansehen können, hätte man doch sagen können, Mensch, der muss doch jetzt davonziehen. Aber das tut er alleine deswegen nicht, weil Euro-Dollar steigt. Und das ist halt im Prinzip gut für die US-Indizes. Exporteure, deren Absatz, Warenabsatz im Ausland wird dadurch erleichtert, aber der Boomerang für die Europäer ist eben, dass sie damit das Nachsehen haben. Je stärker der Euro, desto geringer wird der Exportvorteil gegenüber den USA und der europäischen Unternehmen und das macht sich bemerkbar in einem höchst gebremsten Optimismus, was den heutigen Handelsverlauf angeht. Wir sind noch nicht außer Reichweite der gestern nun fast erneut getesteten Supportzone im Bereich 9315 zu 9338 Punkte, diesen Zwischentiefs vom August, vom September und vom Januar. Und dementsprechend sollte man hier noch nicht auf die Idee kommen, auf der bullischen Seite zuzugreifen. Erst wenn die 20-Tage-Linie wirklich glaubwürdig überwunden ist, besser noch zumindest mal auch dieses Zwischentief von Anfang Januar bei 9,810, dann wäre eine winzige erste kleine Long-Position überhaupt einen Gedanken wert. Solange wir hier noch rumhängen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir nach unten ausbrechen, immer noch sehr groß. Es bleibt also dabei, wir würden auf der Short-Seite aktiv bleiben, Stop-Loss zuletzt bei 9.630 Punkten, Zukauf unter 9,3 auf Schlusskursbasis, Referenz letzter Kurs um 22 Uhr über die Indikation des Future. Die Situation wird spannend bleiben, keine Frage, denn wir wissen noch nicht, was die Wall Street nun treibt. Wir wissen auch nicht, welche Vorgaben dafür wiederum der Ölpreis bietet, der trotz alledem einen recht, sagen wir mal, ambitionierten Eindruck macht, trotz dieser relativ geringen Schwankungen heute Vormittag noch irgendwas heute auf die Beine zu stellen. Ob rauf oder runter, das kann man noch nicht absehen, aber es wird natürlich an der Wall Street auch kräftig zur Sache gehen und wir haben ja immerhin morgen dann auch noch einen wichtigen Termin um 14.30 Uhr in Form der US-Arbeitsmarktdaten. Also, da wird noch einiges zu schauen, zu prüfen, zu überlegen sein. Wir machen das morgen früh in der nächsten Ausgabe des ING Markets Morning Call und der Morning Mail rechtzeitig vor Handelsbeginn in Europa. Und der nächste Chartflash kommt dann auch natürlich morgen wieder, wie gewohnt, um 1. Bis dahin, schönen Mittag, schönen Tag noch und bis morgen. Tschüss.